Hey, heute zeige ich dir, wie du Scoreboards erstellen kannst, die nicht flackern. Das Ganze habe ich hier anhand eines Beispiels von einem Scoreboard gemacht, das dir einmal anzeigt, wie viele Level du hast. Wenn ich jetzt hier ein paar XP-Flaschen einsetze, seht ihr, das Scoreboard updatet sich und es flackert nicht. Und wie das Ganze dann funktioniert, siehst du nach dem Intro. Okay, und um so ein Scoreboard zu erstellen, habe ich hier schon mal eine neue Klasse angelegt und den Listen implementiert. So, als erstes schreiben wir mal eine Methode, mit der wir dem Spieler das Scoreboard erstellen. Also Scoreboard, create Scoreboard, da übergeben wir einen Spieler, also Player P. Spiel importieren wir noch. So, dann erstellen wir mal kurz das Scoreboard, also Scoreboard, nehmen wir es mal Board ist gleich bucket.get scoreboard manager.get new scoreboard. Okay. Dann erstellen wir ein Objective, damit wir das ganze Scoreboard im den Spieler auch so einstellen können, wie wir das Ganze wollen. Also Object Objective OBJ, dann das Ganze mal ist gleich board.register. Register New Objective. Das Ganze könnt ihr jetzt so nennen, wie ihr wollt. Also, das wird aber auch, sieht man auch nirgendwo mehr, braucht man auch nicht mehr. Also, könnt ihr einfach reinschreiben, was ihr wollt hier in diese zwei Strings. Dann machen wir hier, setzen wir dem Objective die gewünschten Daten, also DisplaySlot.sidebar, dass es rechts auch angezeigt wird, weil es gibt ja verschiedene Scoreboard-Arten, zum Beispiel die Teams in der Tablist oder so. Und dann machen wir noch den Name von dem Scoreboard, also obj.setDisplayName. Das Ganze machen wir jetzt mal hier in grün und dann machen wir p.getName. So, dann steht der Name vom Spieler in grün drüber. Okay, als nächstes machen wir jetzt mal die Zeile, wo dann Name von dem, wo die Levelanzahl von dem Spieler steht, so wie es vom Intro war. Also Team, dafür machen wir jetzt ein Team, also ein Scoreboard-Team. Das Ganze nennen wir Level, ist gleich board.registerNewTeam. Das nennen wir auch hier Level. So, und um jetzt den Text in der Zeile zu machen, machen wir einfach hier level.setPräfix. Und dann nehmen wir hier jetzt einfach ein Paragraph A, machen wir so Level Paragraph 8 Doppelpunkt, so dass das Ganze schön farbig geschaltet. Dann haben wir hier jetzt Level Doppelpunkt in grün und grau und dann machen wir hier dahinter jetzt noch Level.set Suffix und da machen wir jetzt das, was wir für eine Zahl oder was wir halt da stehen haben wollen, also Paragraph A plus p.get level. Okay. So. Aber wer sich schon mal ein bisschen damit befasst hat, halt mit diesen Scoreboard-Teams, die sind normalerweise eigentlich dafür gedacht, halt um Teams zu erstellen, wo dann die Spieler rein können. Und wir tun das Ganze jetzt ein bisschen zweckentfremden, auch wenn das auch dafür gedacht ist, aber wir tun jetzt das Ganze hier jetzt in dem Scoreboard als Zeile verwenden. So. Dafür machen wir ganz einfach, fügen wir ein Entry hinzu, level.addEntry, so. Weil normalerweise ist ja der Spielername, also machen wir es ganz, ich so mal kurz erklärt, da haben wir hier einmal den Präfix, dann kommt der Spielername, also Name und danach der Suffix. So würde es in der ganzen Tabliste zum Beispiel dastehen oder über den Kopf, wenn wir dem jetzt dieses Team einen Spieler in dieses Team setzen. So. Aber da wir das Ganze jetzt ein bisschen zweckentfremden wollen, wollen wir das in einem Scoreboard, dann das hier steht so. Aber da wir keinen Spielernamen haben, der in diese Zeile kommt, müssen wir ein Entry hinzufügen. Das ist dann quasi ein Spielername. Technisch gesehen, dass es halt das funktionieren kann. Kann man sich quasi vorstellen, wie der Name von einem Spieler, damit das Scoreboard halt da das quasi erstellen kann. Und dass man es auch hinzufügen kann, also das ist jetzt wichtig. Da schreiben wir am besten rein einfach chatColor.p
Punkt und dann einfach irgendein Chatcolor Punkt toString. So, dann wäre das nämlich ganz am besten leer. Dann hätten wir hier gar nichts stehen quasi. Also hier der Präfix, hier in unserem Fall würde dann jetzt stehen Level Doppelpunkt und dann die Anzahl von den Leveln, die der Spieler hat, also zum Beispiel 0. So, und hier drin wäre dann der Entry. Wir könnten hier theoretisch jetzt auch was reinschreiben. Also Hallo, wenn wir jetzt hier Hallo reinschreiben, dann würde da jetzt das Ganze dann so dann in dieser Zeile stehen. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen, dass da nichts drin steht. Wobei ihr könnt auch machen, dass ihr da drin was stehen habt, dann könnt ihr insgesamt, also ihr könnt, das, der Präfix darf 16 Zeichen lang sein, der Suffix darf 16 Zeichen lang sein und der Entry auch. Wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, ob das auch gilt, wenn man das dann im Scoreboard setzt. Also normalerweise darf der 16 Zeichen lang sein, der hier 16 Zeichen und der hier. Und dann könnt ihr sozusagen einen 48 Zeichen langen Text da reinschreiben, wenn ihr das halt alles zusammenfügt. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das auch bei Scoreboards dann so gilt, wenn es in der Sidebar angezeigt wird. Aber dass da wirklich nichts steht, machen wir einfach chatColor aqua.toString. So, die wird dann nicht angezeigt, weil wir hier den chatColor wieder ändern. Und um das Ganze jetzt diesem Objective hinzuzufügen, machen wir einfach obj.getScore. So, da schreiben wir jetzt exakt das rein, was wir hier beim Entry reingeschrieben haben. So, und dann noch hier .setScore und dann die hintere rote Zahl, wie groß die sein soll, machen wir einfach mal 0. Ganz wichtig ist, falls ihr mehrere verschiedene Zeilen macht, dann dürft ihr nicht, wenn ihr jetzt hier wieder was reinschreibt, dann macht ihr wieder ein neues Team etc. und dann hier was anderes und hier. Das hier dürfte im Prinzip gleich sein, aber der Entry, der darf nicht mehr gleich sein. Also da müsst ihr dann eine andere Chat-Color-Farbe nehmen. Und wenn euch alle Chat-Color-Farben ausgegangen sind, wobei, nee, das kann halt gar nicht sein, weil wenn, ich glaube, ihr könnt nur 15 oder so, 15 verschiedene Zeilen machen. Und das so viele Chat-Colors gibt es locker. Okay. Einfach immer verschiedene Dinge beim Add-Entry machen und dann müsst ihr hier das den Score nehmen von dem Entry. Also was ihr hier hinzugefügt habt, müsst ihr hier dann reinschreiben und dann noch hier das untere, die runtere Zahl. Und schon habt ihr das Ganze hier, diese Zeile, dem Scoreboard hinzugefügt. So, dann machen wir jetzt, um das Ganze noch schön updaten zu können, machen wir hinten einfach eine Hashmap, also static, machen wir private davor. Private static Hashmap. Haben wir einen Spieler. Einfach mal, glaube ich, nochmal erst ein Scoreboard. Und danach den Spieler. So, kommt auch das gleiche raus eigentlich. Wenn man hier Boards ist gleich. Einfach eine New Hashmap. So. Dann fügen wir jetzt das Ganze hier der Hashmap hinzu. Also Boards.put. Das Scoreboard haben wir Board genannt und der Spieler ist als P definiert, also so. Dann haben wir das Ganze jetzt dieser Hashmap hinzugefügt und als allerletztes setzen wir dem Spieler das Scoreboard. P.setScoreboard. Board. Okay. Aber jetzt haben wir das Scoreboard dem Spieler zwar gesetzt und jetzt zieht er das Ganze auch, aber es updatet sich nicht. Dafür machen wir jetzt ganz einfach noch eine Methode, nämlich die Updater-Methode. Die machen wir jetzt public static void updater. So. Dann machen wir jetzt einen neuen Bucket Runnable rein. Bucket Runnable. Punkt run task. Timer main.getMain null, 0, so. Und hier könnt ihr jetzt reinschreiben, wie oft das halt geupdatet werden soll. Als Beweis, dass es wirklich komplett flaggefrei ist, mache ich hier einfach mal einen Tick, also das tut sich jetzt 20 mal pro Sekunde updaten. Was ihr nicht machen solltet, weil dann könnte es zu einem Serverlag führen, weil ich habe hier auch nur ein Spieler und eine Zeile drin. Also da wird nicht wirklich viel gemacht, außerdem ist es bei mir egal, wenn es jetzt ein bisschen laggt, einfach zu Veranschaulichungszwecken tue ich einfach mal 1 reinschreiben. Ich werde so 20 oder so reinschreiben, dass es sich halt einmal pro Sekunde updatet. Okay, dann machen wir jetzt hier eine Vorschleife, For, Scoreboard, Board
hole hier einfach alle Scoreboards einmal raus aus der Hashmap, also boards.kset. So, dann klappern wir einfach alle Scoreboards kurz einmal durch. Ich nehme den Spieler, PlayerP ist gleich boards.get board. So. Dann greifen wir hier auf die Hashmap zu und geben das Scoreboard hier ein und somit bekommen wir den Spieler raus. Und dann machen wir jetzt hier einfach noch, um jetzt das Ganze hier zu updaten, boards.getTeam. GetTeam, so. Dann schreiben wir hier jetzt das rein, was wir hier bei Register New Team reingeschrieben haben, also Level. So. Und dann Punkt Set Suffix oder Suffix. Einfach wieder so, wie wir es haben wollten, also so. Plus E.get Level. Okay. Dann ändert sich halt immer nur der Suffix und das Ganze fuckert halt nicht. Das Ganze müssen wir jetzt auch noch, das Scoreboard müssen wir irgendwann mal createn. Das Ganze machen wir einfach mal beim Player Join Event, also at Event Handler public void on Player Join Event. So, Player P ist gleich E.get Player und einfach boards. Wir haben ja hier eine Methode für create Scoreboard P. So. Ihr müsst dann noch, wenn in eurem OnEnable-Teil, also dann, wenn das Plugin aktiviert wird, Scoreboard Manager, so heißt bei mir die Klasse, Punkt Updater machen, dass der Updater auch gestartet wird und das Ganze auch wirklich geupdatet wird. Okay, und um zu schauen, ob das Ganze auch wirklich funktioniert, sehen wir uns gleich in-game wieder. Okay, da sind wir jetzt in-game. Ich kann natürlich noch nicht auf den Server joinen, da wir das Ganze mit dem Player Join Event gemacht haben. Und dann betreten wir mal den Server. So. Wir sehen rechts Level 4, wir haben auch 4 Level, wenn ich jetzt hier ins mehr Level gehe, seht ihr, dass das Ganze sofort instant updatet, weil wir das Ganze ja 20 mal pro Sekunde updaten, also diese Verzögerung fällt uns gar nicht auf. Und ja, ihr seht, und es flackert auch kein bisschen, ihr könnt da jetzt so viele Zeichen hinzufügen, wie ihr wollt. So, und das war's dann auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen, ein Like und ein Abo würde mich sehr freuen. Falls du weitere Programmiertutorial-Ideen hast, dann schreib sie mir einfach in die Kommentare. Ich freue mich über jede Idee. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.